Grundlagen des katholischen Glaubens von Alberto Gil. Die folgenden 22 Aufnahmen bilden ein kleines Kompendium der katholischen Glaubenslehre, welches unter meiner persönlichen Verantwortung, was Inhalt und Form betrifft, zusammengestellt worden ist. Es gliedert sich wie folgt. Erstens Dogmatik, Nummer 1 bis 8. Nummer 1, der übernatürliche Glaube. 2, Gott der Eine und der Dreifaltige. 3, die Schöpfung. 4, der Mensch, Erhöhung, Fall, Heilung. 5, Jesus Christus. 6, die Erlösung. 7, der Heilige Geist und die katholische Kirche. 8, die letzten Dinge. Kapitel 2, Sakramentenlehre, Nummer 9 bis 14. 9, Liturgie und Sakramente. 10, Taufe und Firmung. 11, Heilige Messe und Eucharistie. 12, Sakramente Buße. 13, Krankensalbung und Priestertum. 14, das Sakrament der Ehe. Drittes Kapitel, Moral, Nummer 15 bis 21. 15, Sittengesetz und Freiheit. 16, erstes und zweites Gebot. 17, die Gebote der Nächstenliebe. 18, drittes Gebot, Arbeit und Feiertagsheiligung. 19, die Keuschheit, sechstes und neuntes Gebot. 20, Armut und Gerechtigkeit, siebtes und zehntes Gebot. 21, Wahrhaftigkeit, achtes Gebot. Viertes und letztes Kapitel, Grundlage der geistlichen Theologie. Nummer 22, Gotteskindschaft, Gebet.